Herzlich willkommen zurück zu Metro Exodus auf der PlayStation 4 Pro in Farbe und bunt. So, wir haben jetzt in der letzten Folge die Kirche infiltriert mit den ganzen Kultisten da drin. Wir haben nicht alle abgemuckt, ich glaube 4, 5 Leute haben wir getötet. Und da war noch ein Haufenweise mehr. Wir haben jetzt eine Nebenquest. Und zwar, man kann es jetzt nicht richtig sehen, weil mein Kreis genau da drin steckt, aber da ist halt ein Fragezeichen. Wir können auch eigentlich zum Kreuz gehen und sagen, jo, machen wir nicht. Aber wir machen es mal. Weil wir wollen ja auch geilen Scheiß finden. Oh, was ist denn da? Ah, verschwindet mal, ihr kleinen Racker. Ich glaube, ihr tut mir nämlich nichts. Oder irre ich mich da? Okay, ich würde mal sagen... Wir brauchen auch mal Medkits, wa? Wer bist du denn? Oh, 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 oh. Warte mal, das hier? Du hast eine Verbesserung für deine Ausrüstung aufgenommen. Suche eine Werkbank, um sie zu montieren. Ah ja. So, den Arcog, den würde ich ganz gerne mal haben. Der kann ja eigentlich nicht schaden. Au! Ich habe da extra ausgemacht. Okay, gut. Jetzt hat das Spiel es realisiert. Nice. Ja? Ich fühle mich so dumm. Ich hätte auf dem Feld landen müssen. Aber wir flogen noch. Und es schien, als hätte es noch eine Weile so weitergehen können. Und dann diese verdammte Stromleitung. Aber welchen Unterschied macht das jetzt schon noch? Wir kommen nicht mehr nach Moskau. So viel steht fest. Mir ist es scheißegal. Ich bin alleine. Aber die anderen, sie haben dort Verwandte. Vielleicht, das ist 10 Jahre her, aber vielleicht leben sie noch. Wer auch immer, wir müssen uns hier jetzt ein neues Zuhause aufbauen. Wir leben ja noch. Die Brücke scheint ein netter Ort zu sein. Wenigstens wird sie nicht überschwemmt. Vielleicht können wir später per Zug weiter nach Moskau reisen. Tja, wir werden es wohl abwarten müssen. Ja, da kamen wir wohl zu spät anscheinend. Schade. So ein paar Sachen mitnehmen, genau. Chemikalien, perfekt. Oh, da hätten wir so ein Flussvieh. Ist die Frage. Ah, wir sind durch. Haben wir anscheinend geschafft. Ja gut, dann gehen wir jetzt weiter, ne? Scheiße! Oh nein. Eine Ladehemmung! Wie viel Munition habe ich denn noch? 3 Schuss? Oh scheiße. Tja, Mr. Krabs. Wo ist dein Tresor? Wo ist die Kramburger-Formel, hä? Mein Gutster? Schade, ey. Jetzt habe ich nur noch die hier.
Wie sieht's eigentlich aus? Ah, ich gehe jetzt hier quasi, okay. Aber ich will danach nicht weiter, ich will noch ein bisschen erkunden. Mit denen sollten wir uns jetzt vielleicht nicht anlegen, mit so wenig Munition. Ich habe aus Resident Evil 2 Remake doch ein bisschen was noch gelernt. Oh, da hinten ist aber ein Schiff, ne? Da kann man doch bestimmt noch. Sind die tot? Okay. Schimmeliger Stamm. 12. Juli 2028. Jede Ladung, Landung, die man überlebt, ist eine gute Landung. Aber in meinem Fall, es könnte schlimmer sein. Die anderen drei können sich kaum bewegen. Shura und Nick sind mit Schaman davon. Schramm. Oh. Schaman. Mit Schramm davon gekommen. Nick hat mir eine Schiene gebaut und mein Bein zusammengeflickt. Es tut höllisch weh. Ein Tag später. Wir stecken in der Klemme, umgeben von Sümpfen. Wir werden nicht zu dem Dorf gehen, das Shura gesehen haben will, bevor wir nicht wenigstens den Weg kennen. Wir werden erstmal hier bleiben. Immerhin konnten wir ein Lager aufschlagen und alle dorthin bringen. Aus dem Flugzeug läuft Kerosin aus. Daher müssen wir unser Zeug so schnell wie möglich retten, bevor ein Feuer ausbricht. Ein kleiner Bonus: Es gibt keine Moskitos. Was etwas merkwürdig ist. Ein weiterer Tag später. Es gibt hier andere Wesen. Letzte Nacht haben sie im Matsch Spuren hinterlassen und sie sehen anders aus als alles, was wir kennen. Ich bin froh, dass wir Waffen haben. Wer weiß, was das für Wesen sind. So können wir uns wehren, falls sie in der Nacht kommen. Ob wir mit dem Fahrrad aus unserem Gepäck wohl die Ram-Air-Turbine antreiben können? Noch ein Tag später. Oh mein Gott, sie haben Nick erwischt. Als er die Turbine holen wollte. Die Turbine holen wollte? Okay. Haben sie sich ihn geschnappt. Riesige, grünliche, graue Monster, die wie Gottesanbeterin aussehen. Die Schrotflinte hat nichts bewirkt. Oh, was? Shura feuerte aus beiden Läufen, aber die Schüsse prallten einfach ab. Sie waren perfekt versteckt, als ob sie genau wussten, wo sie auf ihn warten mussten. Verdammte Monster. Nick, wir wären besser zu Hause geblieben. Noch ein Tag später? Ah, das ist viel zum Lesen. Wir haben zwei Optionen. Dorf Hilfe holen oder erst warten, bis uns die Lebensmittel ausgehen. Wenigstens haben wir Zeit nachzudenken. Die Monster haben Angst vor Feuer und nähern sich nicht, solange das Feuer brennt. Shura sagt, es sei meine Aufgabe, da die anderen ständig bewusstlos werden. Aber wie kann er nur so ruhig sein? Ich kann nicht begreifen, was Nick zugestoßen ist. Und dieses Fieber. Shura ist gegangen, hat eine Nachricht hinterlassen. Trotzdem, das ist scheiße, hoffentlich kommt er durch. In der Nacht streunen sie hier umher, klackern mit ihren Mandibeln. Keine Ahnung. Was für ein schreckliches Geräusch. Ich darf nicht schlafen, muss das Feuer schüren. Shura hat genug Feuer zurückgelassen. Die anderen können sich gar nicht mehr bewegen, aber mein Fieber hat inzwischen etwas nachgelassen. Also 2 Tage später. Ich halte es nicht mehr aus. Kann nicht schlafen. Morgen werde ich versuchen zu gehen. Ich brauche mehr Feuerholz. Oh Gott, das endet natürlich hier im Tod. Shura, verdammt, diese miesen Bestien. Keine 100 Meter vom Lager entfernt habe ich seinen Rucksack gefunden. Ich musste schnell zurückhumpeln, bevor sie mich bemerken konnten. Verdammte Monster. Sie streuen umher, klatschen in den Schlamm, klackern mit ihren Klauen. Dieses Geräusch macht mich verrückt. Die Bewusstlosen haben es gut, denen ist das egal. Mein Fieber ist wieder da. Ich weiß nicht, ob ich so weitermachen kann. Solange das Feuer brennt, ist es nicht so übel, aber das Fieber wird schlimmer. Keine Ahnung, welcher Tag es ist, aber das Bein ist schwarz. Ich kann nicht schreiben. Ich habe ein paar Stöcke angespitzt und sie den Jungs gegeben. Ich hoffe, sie können sie halten. Die Monster kommen näher. Ich kann nicht mehr. Zerrissene Notiz. Oh, wie viele Tage ist das her? 4 Stück. Dima, du weißt, dass ich es versuchen muss. Ich bin der Einzige, der noch gehen kann. Und wir brauchen Hilfe, sonst sind die Jungs so gut wie tot. Warte hier und keine Tricks wie damals. Bis dann. Das ist schon hart. Aber euer Zeug muss leider jetzt meins sein. Und Schrotflinten sind gegen die echt nichts.
Das ist natürlich nicht so geil. Boah, da hinten ist bestimmt noch irgendwas. Ich hoffe mal wirklich nicht, wenn ich jetzt zum Zug zurückkehre, dass wir dann jetzt hier weiterfahren direkt. Oh, was ist denn hier eigentlich? Kann ich hier rein? Jetzt würde ich mich doch über Muni freuen auf einmal. So plötzlich. Du lebst! Beeindruckend, nachdem Duke von all den Schrecken berichtet hat. Lass uns gehen. Papa spricht gerade mit Katja. Sie sind so nett. Sowohl Katja als auch ihre Tochter. Und Katjas medizinische Ausbildung könnte nützlich werden. Was war denn das für eine Drehung, ey? Mensch, kannst du Ballerina werden? Danke für die Informationen, Katja. Aber ich habe noch eine Frage. Natürlich. Was weißt du von den Besatzungstruppen? Hä? Tut mir leid, ich weiß wirklich nicht, was sie... Also hast du nie irgendwelche fremden Soldaten hier gesehen? Nein, ich habe keine Soldaten gesehen. Wir waren allerdings auch nicht an den wichtigen Orten. Ich verstehe. Artyom, einen Moment. Vielen Dank, Artyom. Ohne dich wären wir diesem Ort nie entkommen. Die waren so damit beschäftigt, nach dir zu suchen. Und dann holte Anna uns ab. Ja, Onkel Artyom. Oh, Essen. Vielen Dank. Und deine Frau ist echt klasse. Sie ist so nett und total stark. Danke sehr, Tante Anna. Na bitte, Artyom. Ich sag ja immer, dass du froh sein kannst, mich zu haben. Wir können alle froh sein, Artyom, Anna zu haben. Komm mal bei mir vorbei, wenn du mit dem Alten gesprochen hast. Jetzt wünschte ich nur noch, dass deine Mama auch mit uns kommen kann. Alle wollen sie alle, irgendwie wollen sie alle was von mir. Gut, dass du sie gerettet hast, Artyom. Katja hier hat uns mit wichtigen Informationen versorgt. Am Hafen versteckt sich ein Mechaniker namens Crest. Wir werden seine Hilfe brauchen, wenn wir die Aurora in absehbarer Zukunft reparieren wollen. Jerma kriegt das nicht alleine hin. Sobald du also bereit bist, gehst du zum Hafen und lädst Crest ein, sich uns anzuschließen. Und dann kommst du sofort zurück. Wir müssen entscheiden, was wir mit den Fanatikern an der Brücke machen. Wir wissen jetzt mit Sicherheit, dass die Brücke funktionstüchtig ist. Als sie letztes Jahr herkamen, haben sie sie überquert. Nun, zumindest sehen wir jetzt etwas klarer. Aber es gibt trotzdem noch viele Fragen. Unter Umständen sind hier überhaupt keine feindlichen Streitkräfte. Die werden wohl nur die wichtigen Regionen besetzt haben. Auf jeden Fall werden wir alles in Erfahrung bringen, wenn wir Yamantau erreichen. Und zwar aus erster Hand. Die Moskauer Regierung ist im Grunde nur ein örtlicher Rat, um das mal in Relation zu setzen. Jetzt müssen wir also nur noch herausfinden, wie wir diese gottverdammte Brücke überqueren können. Okay, was ich ein bisschen ekelhaft finde, ist, wenn man halt sich dreht, klar, das ist irgendwo realistisch, aber irgendwie auch nicht, dann hört man nur mit dem linken Ohr oder mit dem rechten Ohr. Das finde ich ein bisschen eklig. Ich hoffe, das kann man jetzt hier irgendwie umstellen. Sieht aber nicht so aus. Nee. Schade. Okay, unsere nächste Quest ist wo da hinten? Jap. Da gehe ich jetzt aber erstmal zu... Wie gefällt dir der Rucksack? Ist er bequem? Kannst du dich unbemerkt damit bewegen? Ich habe hier ein Geschenk für dich. Ein TH-Gewehr. Na, klingelt es? Ein Luftdruckgewehr, aber es hat trotzdem Bums. Und Kugeln lassen sich dafür ganz einfach herstellen. Selbst im Feld. Vergiss nur nicht, den Luftdruck aufrechtzuhalten. Sonst könntest du die Kugeln ebenso gut spucken.
Abgesehen davon wird es dich nie im Stich lassen. Ich habe mein Bestes gegeben. Also, trage es mit Ehre. Okay. Und denke daran, hin und wieder vorbeizuschauen. Ich habe ein paar Ideen, wie ich es noch verbessern kann. Okay. Und Katja, wo kommt ihr her? Vom typischen Ural. Vor ein paar Jahren hatten wir... Mann, da macht das auf einmal richtig doll Schaden, oder was? Also brachen wir auf. Oh mein... Guck mal, wenn ich jetzt hier so bin. Mein Autovisier geht auf einmal dahin. Das heißt, da ist ein Gegner irgendwo. So, jetzt geht der Luftdruck aber auch wieder weg. Okay, ja, ich hab's getauscht, weil ich für die Schrotflinte noch Munition... Moment mal, ich hab doch gegen das Gewehr hier getauscht. Ey, wir meine Schrotflinte wieder haben. Bruder. Kann ich irgendwas machen? Nee. Aber ich will doch mal craften irgendwie. Und ich brauche vor allem Medkit. Kann ich nicht was essen hier? Dann geht's mir bestimmt besser. Das tut mir leid. Hey, warum bist du so traurig? Schmeckt dir der Tee nicht? Doch, schon. Ach, als der Gargoyle angriff, verlor Nastia ihren Teddy. Das Biest nahm ihn einfach mit. Hat wohl gedacht, er sei lebendig. Oh, keine Sorge. Wir werden dann Teddy schon finden. Hm. In Moskau nennen wir sie Dämonen und ihr nennt sie Gargoyles. Ja, ich frag mich schon, woher diese Dinger gekommen sind. Tja, die Strahlung, chemische Waffen und so, die Natur hat sich verändert. Ja, der ganze Planet ist jetzt hinüber. Kein Wunder, dass Silantius die Leute hier so in der Hand hat, wenn sie solche Dinge tagtäglich sehen. Arme Tröpfe leben in der Dunkelheit und sterben auch so. Von Krankheiten geplagt. Okay. Ich bin ausgebildete Krankenschwester. Aber Silantius wollte nichts davon hören, dass ich alle behandle. Ich gehe mal zu meiner Frau. Mal gucken, vielleicht hat die noch eine Aufgabe für mich. Na, Baby? Artyom, gehst du zum Hafen? Ich muss jetzt Aljoscha entlasten, also kann ich nicht mitkommen. Das ist auch gut so. Seine Hand bereitet ihm immer noch Probleme. Also, dass Katja Krankenschwester ist, ist einfach perfekt. Das wird es umso leichter machen, Papa zu überzeugen. Ich werde später noch mit ihm darüber reden. Übrigens will er sie nicht wirklich hier zurücklassen, da bin ich mir sicher. Aber er hat sich so in das Szenario mit den Besatzungstruppen hineingesteigert, dass er an nichts anderes denken kann. Also gut, du erledigst jetzt diese Aufgabe für meinen Vater. Sei nur vorsichtig da draußen. Du weißt, dass ich mir Sorgen um dich mache. Noch ein Kuss? Nee? Oh, schade. Gut, okay. Dann halt nicht. Meine Güte. Reden die immer noch hier? Nur darum, ihre Körper an die Fische zu verfüttern, sobald sie tot sind. Er sagt, dass das ihr sicherer Weg in den Himmel sei. Ich find's ja krass, wie viel Textzeilen da sind, ne? Wie komme ich jetzt eigentlich hin? Na gut. Ich probiere es einfach mal. Habt ihr eine Quest für mich? Nee. Ich habe ein paar Messungen gemacht. Zwischen hier und dem Hafen liegt ein höllisch radioaktiver Hotspot, der jede Skala sprengt. Also nimmst du besser ein Boot. Wir haben eins gefunden und unter der Brücke angeleint. Tja, es sei denn, du hast Angst vor dem Monster, ne? Der Duke meinte über Funk... Artyom? Angst? Bullshit. Abgesehen davon ist das Monster nur ein Cuttfish. Nach dem Atomangriff wurde der Fallout in die Flüsse gespült und hat sich als Sediment abgesetzt. Cuttfische leben am Grund, daher hat es sie am schlimmsten getroffen. Der hier ist übrigens gar nicht so schlimm. Er hat mich nie erwischt, weil ich vorsichtig war. Ich glaube nicht, dass er angreift, wenn du leise bist. Ist immerhin kein Alligator. Hast du eigentlich davon mal welche gesehen? Damals in den Staaten, meine ich. Sie waren da ja nicht überall zu finden. Okay, das ist verdammt viel Text, finde ich. Also, die haben hier echt so viel Text reingeklatscht, dass man sich das nur anhören kann, wenn man das Spiel nicht let's playt. Der Kompass in deiner Notizmappe zeigt dir immer die richtige Richtung. Das ist mir schon klar. Und da ist anscheinend so ein Hotspot.
Ich finde schade, dass man den Cursor nicht bewegen kann. Ah, das wird alles auch noch entdeckt, okay. Also mit dem Boot sollte ich lieber da vorbeischwimmen, als jetzt hier groß zu kämpfen, weil da ist ein radioaktiver Hotspot. Okay. Ich brauche aber Munition und ich weiß nicht, ob das jetzt hier gut ist, was ich mache. Hä? Ah, wenn man direkt gedrückt. Ah, okay, verstehe. Okay. Nein. Gibt's hier auch Loot? Hätten sie auch Viecher, ne? Krass, wo man überall hin kann, ey. Das ist schon echt riesig. Muss man ja zugeben. Wie sieht's aus mit Munition? Habe ich welche bekommen? Nö, habe ich nicht. Ah, das ist auch so ein Vieh. Okay, ich habe keinerlei Kugel mehr. Das ist natürlich jetzt dumm. Ich dachte, das ist Luftdruckgewehr. Ich dachte, man kriegt dadurch irgendwie... Ja gut, ich bin da anscheinend nicht so in der Materie drin. Nee, okay, schade. Gut, ich sollte doch eher das Boot nehmen, ne? Ich glaube, ihr habt euch auch gerade am Kopf gefasst und dachtet so, warum geht der nicht einfach zum Boot? So wie es der oben da gesagt hat. Ganz einfach, weil ich verdammt nochmal Munition haben will. Ich habe nämlich nichts. Aber wenn irgendwas erschöpft ist, dann hört mein Herzschlag. Oh, ach so, der will die ganze Zeit weiterspringen, deswegen. So, gucken wir mal. Wir müssen also jetzt da so rum um das Gebiet da, alles klar. Haut doch ab.
Hier ist der radioaktive Hotspot, wa? Da ist bestimmt aber auch guten Loot, wenn man da hingeht. Kann ich mir vorstellen. Also ich glaube, diese radioaktiven Hotspots kann man zwar besuchen, aber ist nicht... Ja. Oh nein. Au. Oh, da ist der Cuttfisch. Ach du heilige Scheiße. So, Leute. Moment. Ah ja, wir sind hier. Gut, ich kann nicht schnell speichern, da ich gerade im Kampf bin, okay. Ich wüsste ganz gerne, in welchem Kampf ich jetzt hier gerade sein soll, aber... Alter, das Vieh ist aber mega krass. Ach, guck mal, da sind sogar noch so schwarze Symbole. Da oben ist die Kirche. Da ist ein Anker und da ist die Bar. Ach, keine Ahnung, man kann es kaum erkennen. Gut, Leute, wie gesagt, im Kampf unmöglich. Das verstehe ich jetzt nicht, aber gut. Bin doch gar nicht im Kampf. Oh! Alter, das ist ein riesiges Vieh. Wo bin ich denn hier bitte im Kampf? Bin ich immer noch im Kampf? Ja. Gut, ist egal. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Haut drin. Bis morgen zu Metro Exodus und ciao.